Der Bicock. Der Bicock zählt zu den sogenannten Nachtdämonen und stammte aus der nordamerikanischen bzw. indianischen Mythologie. Er oder es ist auch als das fliegende Skelett der Chippewa-Indianer bekannt und trägt auch den Namen zu aller Ehren. Der Bicock wird, laut indianischer Legende, als dürre, knochige Gestalt beschrieben, wobei das Skelett des Bicock durch seine dünne, gummiartige Haut durchschimmert. Aus seinen Augenhöhlen glühen helle, rote Lichter, die ihm gerade bei seiner Opfersuche bzw. Jagd sehr behilflich sein können. In den meisten Fällen trägt der Bicock eine indianische Kriegerkluft und erinnert in seiner klapprigen und dünnen Gestalt eher an einen Zombie oder Geisterwesen. Der Bicock soll sich laut indianischen Mythen und Legenden darauf spezialisiert haben, hauptsächlich Indianerkrieger vom Chippewa-Indianerstamm in Nordamerika zu jagen und zu töten. Meist kündigt er sein Kommen und Erscheinen durch das Rasseln und Quietschen seiner Knochen an. Doch ein Entkommen vor ihm war bisher unmöglich, da der Bicock für seine Jagd gewisse übernatürliche Vorteile hat. Wie bei anderen Nachtdämonen wohl üblich, besitzt der Bicock die Fähigkeit zu fliegen und benutzt diese Gabe auch als Reisefähigkeit. Wie schon bereits erwähnt, nutzen ihm seine glühend roten Augen sehr gut bei der Jagd, da er dadurch seine Opfer besser finden bzw. aufspüren kann, aber auch nur, wenn sie sich bewegen. Trotz seiner kriegerischen Blutrünstigkeit kann man den Bicock nicht als einen wahllosen Killer bezeichnen. Auch wenn man es glaubt oder nicht, aber der Bicock verfolgt ein gewisses Muster bei seinen Opfern. Denn, wie bereits erwähnt, hat er es nicht auf Frauen oder Kinder, sondern hauptsächlich auf Indianerkrieger abgesehen, die von Indianerstämmen aus Nordamerika oder aus dem kanadischen Raum abstammten. Die Opfer des Bicocks sollen hauptsächlich im Kampf verletzte oder unehrenhaft verhaltende Krieger gewesen sein. Als Nachtdämon erscheint der Bicock gegenüber seinen Opfern nachts zuerst mit seinem hohen, schrillen Jagdgeschrei und seinen rasselnden, klappernden Knochen, bis er dann sein Opfer später eingeholt hat. Seine Opfer tötet der Bicock allerdings nicht gleich sofort. Entweder betäubt er sein Opfer durch Giftpfeile aus der Luft, oder er schlägt sie bewusstlos durch einen gezielten Keulenhieb an den Kopf. Danach macht sich der Bicock über sein Opfer her. Er soll es hauptsächlich auf die Leber und das Blut seiner Opfer abgesehen haben. Die Leber verzehrt er zuallererst. Das Blut saugt er dann später dem Opfer aus den Adern. Sobald der Bicock mit dem Verzehren fertig ist, versteckt er den Leichennamen seines Opfers in Höhlen oder im Unterholz von dichten Wäldern. Manchmal, so wird es auch erzählt, soll sich der Bicock später nochmal an den Leichenteilen seines Opfers hermachen, als eine Art Zwischenmahlzeit. Gerade aufgrund dieser Tätigkeiten zählt der Bicock auch zur Familie der Vampire, Ghule und Zombies. Natürlich stellt man sich hierbei die Frage, woher der Bicock seinen sogenannten Lebensstil her hat. Wie alles im Leben hat auch dieser Nachtdämon seinen geschichtlichen Hintergrund. Laut indianischen Erzählungen zufolge soll der Bicock mal einst zu Lebzeiten selbst ein großer Krieger gewesen sein, der in zahlreichen Schlachten mitgedient hatte. Ob er selbst im Kampf gefallen oder mal an Altersschwäche starb, ist unbekannt. Bekannt ist nur, dass der Bicock nach seinem Tod
es nicht verkraften konnte, bei keiner Schlacht mehr dabei sein zu können. Als ein todbringender Nachtdämon fliegt er Bicock nachts über die Wälder, um schwache oder verletzte Krieger zu erlegen, um dadurch zu sorgen, dass später nur noch starke und gewillte Krieger des Chippewa-Stammes in die Schlachten ziehen. Wenn man es also genau betrachtet, ist der Bicock kein Dämonenwesen, was sinnlos tötet, sondern was eher auf grausame Weise dafür sorgen will, dass auch nur die besten und fähigsten Krieger in die Schlachten ziehen, was man schon irgendwie als Filterung von fähigen und unfähigen Kriegern bezeichnen kann. Die Chippewa-Krieger wurden im Laufe der Jahrhunderte immer weniger. Und laut Legenden soll der Bicock-Dämon sein Jagdgebiet noch viel weiter ausgebreitet haben. Es wird erzählt, dass er noch bis heute über den großen Wäldern von Kanada herumstreift, auf der Suche nach weiteren schwachen und verletzten Kriegern, um sich dann später an deren Leber und Blut zu bereichern. Aber laut Erzählungen, mit Kriegern sind hierbei nicht nur indianische Krieger gemeint.